gibt hier leckere Bratwürste, leckeres Bier. Aber es leben leider auch so viele Ausländer in Coburg und Oberfranken. Und hier hoffe ich doch, dass die Bürger in Coburg und Oberfranken eben am 15. September, am kommenden Sonntag und die Woche darauf, am 3. September, mit ihrem Kreuz, mit ihren Kreuzer bestimmt hätten, dieser Asylantenflut, dieser Ausländerflut, einen Siegel vorschieben. Die NPD ist die Partei, die sich gegen den drohenden Volkstod, den Ausverkauf deutscher Interessen und die Globalmacht des internationalen Finanzkapitals wendet. Wir sind dass sich in diesem Land etwas ändert, dann wählen Sie NPD, die Partei, die konsequent für deutsche Interessen eintritt. Wir Nationaldemokraten sagen, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche. Denn auch Sie wollen, dass sich in diesem Land etwas ändert, dann machen Sie den Heiter zum Heiter. Und wählen die Nationaldemokraten, die Partei, die macht deutsches Geld zuallererst für deutsche Interessen. Wählen Sie die etablierten Politversager ab. Wählen Sie eine deutsche Alternative, eine Alternative, die dafür sorgt, dass endlich wieder Politik für den Bürger in diesem Lande gemacht wird. Wählen Sie die NPD. Deshalb bin ich stolz, hier vor euch zu stehen, als Bürgerin eures Landkreises und die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die NPD, zu repräsentieren und zu vertreten. Die NPD, die Nationaldemokratische Partei, die Opposition in der BRD, steht für die Freiheit unseres Volkes, für die Freiheit, sich nicht ins Gehirn scheißen zu lassen. Nein, wir sind hier, um dem freien Deutschland eine Stimme zu geben. Um dem freien Deutschland das Sprachrohr zu sein. Wir stehen auf dem Wahlzettel. Und jeder Mensch, der noch klar ist und auch frei denken kann und will, der wird sein Kreuz an der Stelle machen, wo die drei Buchstaben stehen, die euch so zum Rasen bringen. Die euch den Finger in die Wunde legen, die euch unangenehm sind. NPD.